Hallo Internet und willkommen zum nächsten Teil von meinem Let's Play Batman Arkham Asylum. Im letzten Teil wurden wir mal wieder von Harley Quinn überrascht, die sich den Anstaltsleiter Sharp geschnappt hat, um mit ihm einen Ausflug zu machen. Und wir sind jetzt ja auf der Schliche und haben sie bisher, beziehungsweise die Spur, bisher so weit in den Zellblock zurückverfolgt. Und hier ist direkt das Gitter vor. Also muss ich einen anderen Weg finden. Dusch, Batman, los, Dusche. Nein? Okay. Ah, hier wieder ein paar Zähnchen. Big Brother watching you. Ah, hier ist wieder ein Klo. Gibt es diesmal was zu entdecken? Ha, eine Ritter-Trophäe. Du verdienst meinen Respekt, Detektiv Dunkler Ritter. Wenn du so weitermachst, darfst du mir helfen, wenigstens meine Socken zu finden. Ah, und wir haben ein Upgrade. Ah, was nehmen wir denn da mal? Ich denke, wir holen jetzt mal ein bisschen mehr Help einfach. Weil wir einfach schon ein, zwei Mal fast gestorben sind. Und was ist das denn? Ein Spiegel. Das ist bestimmt auch ein Riddler-Rätsel, möchte ich mal vermuten. Nein? Ah, doch. Wieso siehst du deine Erfolge und Misserfolge, Batman? Ah, im Spiegel. Ja, das ist nett. Daran hatte ich gar nicht mehr gedacht. Er sah einfach nur verdächtig aus. Zwei Personen, eine Stimme, keine Waffe. Und wir hören schon. Die haben da drin echt eine krasse Party am Laufen. Ja, wie war das wohl mit The Walking Dead? Ah, hier gibt's wieder einen Tonmann. Ausgezeichnete Patientenbeurteilung 5. Victor spricht nicht gut auf die Behandlung an. Victor, gestern haben wir über die Menschen gesprochen, die du umgebracht hast. Ah, die Zombies. Das sind alles Menschen, Victor. Das sind Zombies, die jeden Tag zu ihrer Arbeit latschen und darauf warten, dass sie jemand befreit. Du meinst die Töte? Der Polizeibericht stellt fest, dass du in den letzten 3 Monaten 20 junge Frauen ermordet oder, wenn du so möchtest, befreit hast. Du liest sie mit durchschnittener Kehle und posierend zurück. Sie alle hatten Glück, dass sie ausgewählt wurden, mein Geschenk zu erhalten. Sie würden das wohl nicht so sehen. Wirklich. Und Sie, Miss Cassidy. Sie fahren jeden Abend mit dem Fahrstuhl zu Ihrer Wohnung, öffnen die 6 Schlösser zum Apartment 433. Und erinnert sich daran, wieder mal vergessen zu haben, Katzenfutter zu kaufen. Woher weißt du das? Dann
creepy as fuck, möchte ich sagen. Vor allem, wie war das eben gerade mit den Zombies? Ich habe gerade doch gesagt, The Walking Dead. Was steht da dran? Ah, Ventriloquist, der Puppenspieler, passend zu Scarface. Ah, zwei Personen, eine Stimme, keine Waffe. Du betrügst. Das musst du einfach. Ah, nicht Puppenspieler, Quatsch, das wäre ja der Puppeteer. Natürlich ist es der Bauchredner. Arnold Wesker war ein ängstliches Waisenkind, dessen angestaute Aggressionen sich in einer Kneipenschlägerei entluden und ihm einen Aufenthalt in Blackgate bescherten. Als er dort die Puppe Scarface entdeckte, ermordete er den Mann, der sie geschnitzt hatte. Seitdem sind die beiden unzertrennlich und Scarface dirigiert eine Vielzahl krimineller Aktivitäten. Während gemeinhin angenommen wird, dass der Bauchredner über die Puppe seine gespaltene Persönlichkeit auslebt, betrachtet sich dieser selbst als Lakaien, der den Anweisungen seiner Puppe widerwillig Folge leistet. Arnold Wesker. Ob der mit Albert Wesker verwandt ist? Chris! Berufsverbrecher, Gotham City, bla 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 bla. Wahnsinniger Schizophrener mit multiplen Persönlichkeitsstörungen. Besessen von seiner Puppe Scarface, die er mit beunruhigendem Geschick führt, agiert im Team mit Scarface als kriminelles Superhirn. Ja, wenn ich mich schon dazu entscheide, so eine Scheiße zu machen, dann sollte ich zumindest auch ein Superhirn sein, weil sonst ist das echt peinlich. Wo muss ich denn lang? Das ist doch, Tja, nu. Schauen wir auf die Karte. Kann es sein, dass ich hier richtig bin? Ja, ich denke schon. Die Green Mile. Oh, kennt ihr den Film Green Mile? Richtig heftig traurig. Gott, ich glaube, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, habe ich geheult wie ein Baby. Und wir sehen da schon etwas. Ganz Interessantes. In diesem Megakäfig. Das ist nämlich eine ganz besondere Dame. Ich interessiere mich wirklich nicht für ein paar Blumen, Ivy. Sie haben Schmerzen und rufen um Hilfe. Bleib, wo du bist. Das fehlt noch, dass du frei herumläufst. Arme Kinder, ich rette euch. Poison Ivy. Seit die Botanikerin Pamela Isley aufgrund eines misslungenen Experiments zu einer menschlichen Pflanze mutierte, fließt in ihren Adern Chlorophyll. Sie ist in der Lage, durch bloße Berührung ein tödliches Gift zu übertragen und unterwirft ihre Opfer mit Hilfe verschiedener Pheromone ihren Willen. Seit sie ihrer menschlichen Seite den Rücken kehrte und sich mehr und mehr mit der Natur identifiziert, sind ihre Verbrechen vor allem ökologisch motiviert. Dadurch gerät sie zwangsläufig immer wieder in Konflikt mit Batman, der sich ihrer Verführungskünsten dank seines eisernen Willens bisher allerdings stets entziehen konnte. Ah, das stimmt nicht so ganz, aber naja. Pamela Lillian Isley ist in der Lage, das Wachstum von Pflanzen zu fördern und zu steuern, ist aufgrund ihrer mit Pflanzengen gekreuzten DNA eine gefährliche Gegnerin, scheidet natürliche Pheromone aus, mit deren Hilfe sie ihre Opfer kontrolliert. Ihre Haut sondert ein tödliches Gift ab, besessen vom Gedanken, die Menschheit auszurotten, um den Pflanzen den Weg zu ebnen. Ja.
Die Gute hat ziemlich Hände an der Waffel. Sehen wir später auch noch. Ups. Ja, in dem furchtbaren Film Batman Forever, in dem Batman von George Clooney gespielt wurde, gab es auch Poison Ivy und die wurde damals gespielt von Uma Thurman. Alleine dafür könnte man sich den Film mal zumindest antun, aber für sich ist er wirklich so furchtbar, dass ich es niemandem empfehlen würde. Ein Fall von vertauschter Identität, das nächste Riddler-Rätsel. Und da oben sitzt schon einer, es könnte Quincy sein. Hilfe! Ha! Aaron Cash, was macht der denn in dieser Zelle? Du musst mich aus der Zelle rausbringen. Ich bin's, Cash. Ich werde da draußen gebraucht. Ich kann dir helfen. Ich bin hier. Komm schon, Mann. Bring mich hier raus. Ich bin hier der Einzige, dem du vertrauen kannst, Batman. Bitte, ist da jemand? Hilfe! Seems legit. Wir drehen uns um. Und wir drehen uns wieder um. Hilfe! Ah, hier ist noch erstmal Wald Mugim. Alles gut. Harley! Sie müssen mir helfen! Ivy? Mann, du siehst vielleicht finster aus. Vielleicht kann ich dir heimlich Shampoo besorgen. Die Pflanzen, kannst du sie nicht hören? Sie rufen mich in ihrem Todeskampf. Ja, aber dafür habe ich gar keine Zeit. Bitte lass mich raus. Sie sterben ohne mich. Na, ich weiß nicht. Du bist nicht auf Mr. J's Partyliste. Naja. Oh, bitte. Ach, egal. Ich mache eine Ausnahme. Das fühlt sich so viel besser an. Ich könnte diesen beiden den ganzen Tag zuschauen. Was für ein Krawall! Und apropos Krawall, hier ist ein bisschen Aufruhr, den ich nur für dich organisiert habe. Yeah. Worauf wartest du? Schneid mich los! Na, danke. Jetzt dürfen wir uns nicht nur mit Ivy noch später mit rumschlagen. Nein, jetzt hat Joker natürlich erstmal diese ganzen sabbernden Halbzombies freigelassen. Schneid mich los! Er hat die Sicherheitskontrollschaltung unter seiner Kontrolle. Ich habe den Sequenzgenerator, aber ohne die Netzstation in meinem Büro ist er nutzlos. Deine Netzstation wurde zerstört. Gib mir den Sequenzer. Was? Oh, ja, natürlich. Es hat keinen Sinn. Mit dem halben Code kann man nichts machen. Wir sind hier gefangen. Oh doch, Batman kann damit was machen. Denn er hat seinen kryptografischen Sequenzer. Benutzt Ultraschallfrequenzen, um Sicherheitssysteme kurz zu schließen. Sicherheitsprotokolle werden mit einem 512-Bit-Dechiffrierungscode geknackt. Es gibt immer einen Ausweg. Immer. Ein sehr nettes Spielzeug, was Batman da hat. Sowas hätte ich auch gerne. Dafür müssen wir jetzt nur noch ein Ziel finden, zum Beispiel den hier. Und mit dem Drehen der Analog-Sticks kann ich dann die Frequenz ändern. Bleiben Sie hier. Schließen Sie das Tor, wenn ich gehe. Und, gute Idee. Ja. Ihnen darf keiner meines Kalibers in die Hände fallen, oder? Okay. Bring mich hier raus! Du hast den Falschen gerettet. Das ist ein Betrüger. Du weißt, wie viele Freaks hier rumlaufen. Batman, ich bin's, der Anstaltsleiter. Du kennst mich. Seems legit. Was war das für ein Geräusch? Commissioner Gordon?
Tja, da stimmt irgendwas nicht. Ein Fall von vertauschter Identität? Ja, haha, denn das ist kein geringer als Clayface. Carlo war ursprünglich Schauspieler in Horrorfilmen, verlor jedoch den Verstand, als er erfuhr, dass einer seiner größten Erfolge mit einem anderen Schauspieler neu verfilmt werden sollte. Diese Kack-Reboots, ja, ich kann's nachvollziehen. Er schlüpfte daraufhin in die Maske des Filmschurken Clayface und tötete mehrere Mitglieder der Crew, die an dem Remake arbeitete, bevor er von Batman und Robin aufgehalten wurde. Später schloss er sich dem Mud Pack an, einer Gruppe von Gewaltwandlern. Ich bin der Gewaltwandler. Nein, von Gestaltwandlern, die den Namen Clayface benutzen. Die Gruppe wurde besiegt, aber Carlo überlistete seine Verbündeten, injizierte sich ihre Essenz und erlangte übermenschliche Fähigkeiten. Als Gestaltwandler kannte er Gegner durch eine Berührung in Protoplasma schmelzen. Ferner kann er die Fähigkeiten von Helden oder Schurken imitieren, die er kopiert. Basil Carlo, Berufsverbrecher. Haare keine, Größe 1,96. Kann nahezu jede Gestalt annehmen. Aufgrund seiner wandelbaren Gestalt ist er äußerst schwer zu fassen oder zu verletzen. Seine Berührung kann giftig sein. Ja, der gute alte Clayface ist halt ein Gestaltwandler. Er besteht halt wirklich nur aus Lehm quasi und ändert daher nach Lust und Laune sein Erscheinungsbild. Und was ganz lustig ist, wenn ich jetzt mal den Scar einschalte, dann sehe ich, dass er auch keine Knochen hat. Anhand davon kann ich ihn schon entlarven eigentlich. Aber gut. Und weiter geht's. Aber anscheinend geht's nicht hier weiter. Oh, doch. Na, nicht wirklich weiter, aber hier ist zumindest eine Trophäe. Spaß, was? Ein Fall für unseren kryptografischen Sequenzer. Ja, Batman hat jetzt hier die zwei Sticks. Ich habe die zwei Sticks am Controller. Das ist wirklich ganz nett gemacht. Masturbiert der da, oder? Meine Güte. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich würde jetzt gerne hier reingehen. Aber ich habe ja keine andere Wahl. Ah, eine Riddler-Trophäe. Yo, was geht? Böser Willi! Böser Waldo hier! So nicht! Dieser Raum ist das Ende aller Tage für den gefeierten Mörder. Aha. Erstmal springen wir die Wand. Da trete ich mal lieber nicht drauf, denn das sieht ziemlich elektrisierend aus. Wobei, kann ich die Distanz von meinem Sequenzer aus? Vermutlich nicht, oder? Nee, natürlich nicht. Das wäre zu viel verlangt gewesen jetzt.
Überraschung! Weißt du, Batman, ich habe immer ein Knistern zwischen uns gespürt. Na, das nenne ich mal Gymnastikkünste. Nun, jetzt ist es da. Ich weiß, ich weiß. Du bist schockiert. Komm und hol mich, Batman. Ich fordere dich heraus. Ja, dann gehen wir jetzt mal lieber nach oben, bevor wir gebrutzelt werden. Ihr seid Idioten! Hier wimmelt's vor Waffen! Muss aufpassen, nicht, dass sie hier an die Waffenschränke gehen. Und dann die Fleischstöcke auf mich richten. Das wäre echt uncool. Scheiße, er hat jetzt. Hey Batman! Sei sanft zu meinen Jungs! Lass mich kurz drüber nachdenken. Nein. Ist bei dir da unten alles okay? Brauchst du Hilfe, Batman? Er bewegt sich noch. Schlag ihn noch mal. Kleiner Tipp, Jungs! Hütet euch vor den Kotzen! Dein Gesicht! Au! Das sieht schmerzhaft aus! Das ist nicht fair, Bat-Hill! Hey, Batman! Sei sanft zu meinen Jungs! War es so leicht, wie es aussah? Naja, es wird nicht so leicht sein, mich zu schnappen. Das werden wir ja noch sehen. Und zwar im nächsten Teil. Denn wir sind schon wieder über der Zeit. Und deswegen würde ich euch empfehlen, wenn ihr sehen wollt, wie Batman Harley Quinn festnimmt, solltet ihr auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Und bis dahin sage ich erstmal Tschö mit Öl.